Ja, yeah, Leute, was geht? Dennis wieder am Start hier. Ich zeige euch heute mal ein bisschen was von Zero Suit Samus. So ungefähr der dritte Charakter, mit dem ich eigentlich permanent spiele. Mega Man, Duck Hunt und sie. Und sie ist ein cooler Charakter. Ich finde, sie haben sie super, super gut überarbeitet aus Brawl. Haben vor allem ihrem Up-B und so halt mehr Bedeutung gegeben. Ich fand, das war alles nur, ja, halt diese Peitsche, wie man gerade gesehen hat, so in Brawl. Und jetzt, ja doch, ich finde die Änderungen geil. Vor allem der Charakter an sich ist super gut zum Ansehen. Muss man sagen. Oh, da versuche ich direkt schon wieder den Spike. Weil darum geht's bei ihr, bei dem Game. Das ist so cool, hinzugehen und die Leute wegzuspiken. Vor allem bei so einem riesigen Gegner wie Donkey Kong gerade. Ah, herrlich, ja. Ah, ja. Ich muss sagen, die hat mir irgendwie anfangs nicht so gut gefallen, als sie das erste Mal in Metroid Zero Mission für den GBA vorgestellt wurde. Okay, ja, war halt so das nachträgliche Ende, aber irgendwie, wer will in einem Oldschool-Metroid, oh Mann, ich wurde gerade voll weggehauen, gut gemacht, ja. Wer will in einem normalen Metroid hingehen und mit einer abgeschwächten Version von Samus durch die Gegend laufen? Guter AB, seht ihr, was ich meine? Oh, der ist so geil, anstatt diese Peitsche permanent so, herrlich. Sehr, sehr fetter Scheiße. Und dann, als sie halt in Brawl rausgekommen ist, so als eigener Kämpfer, ich war so, what? Anzug, what? Wie geil. Und ja, ich habe halt aufgehört, Samus zu spielen und habe dann nur noch Zero Suit Samus gespielt. Weil sie einfach so elegant ist, so schnell, so cool, die ist so, yeah, fancy. Ist richtig, richtig scheiße nice, ey. Deswegen. Und jetzt schauen wir mal, dass wir den Donkey Kong mega einen auf die Fresse geben. Ah, schade, da wollte ich den Down Smash setzen. Das hätte ihn schön gestunt und dann hätte ich ihn schön wegsmashen können. Oh nein. Egal, ich habe noch was anderes mit ihm vor. Ich hatte es vor. Ihr seht, was ich vorhab. Oh, mein Schild. Scheiße. Da wusste ich, ich brauche gar nicht erst nochmal ansetzen. Da konnte ich lieber warten und das mit dem Up-Smash schön. Oh, da ist der Side-Smash und Bounce Finish. Ah, Spikes. Spikes for Days. Sau geil. Dafür lief sie. Oh, diese Pose. Ah, herrlich. Ah, Zero Suit, ey. Ah, Zero Suit, die ist einfach fancy, ey. Ah, ich liebe es, ey. Ich finde, das Game braucht sowieso mehr Frauen. Deswegen. Und mehr Heavy-Charaktere. Deswegen, oh Leute, wir warten alle gespannt auf. Oh, schick. Habt ihr die Kombi gesehen? Awesome. Oh, nicht den Spike. Schade, ey. Ah, it's everything about the Spike. Naja. Ist auch ein fieses Matchup, muss ich sagen. Kommt drauf an, wenn du gegen geskillten Ganondorf hier antrittst, das ist fies, das ist echt fies, weil Zero Suit kann so schnell rausgehauen werden und oh, ah, der Ganon-Shit-Grab, fuck you, man. Ihr seht so viele Leute, die das online machen und oh ja, man bleibt definitiv weit weg davon. Ich hab mich dazu verleiten lassen, halt dahin zu gehen und oh nein, ihr wollt Ganon einfach nicht an der Ecke da zu nahe kommen, während er weg von der Stage ist, weil er kann euch so schnell finishen und wenn er jetzt hingeht und euch in den Tod reißt, so, das heißt, nur ihr sterbt und ihr, ja, und er nicht. Und da habe ich mich so vorführen lassen, noch Bounce, oh, so ein schlechtes Match gerade für mich, ey. Scheiße, Ganondorf ist echt hart, der haut rein. Ja, wie ich schon sagte, halt, ist ein fieses Matchup, weil Zero Suit ist zwar flink, aber fliegt auch halt sauschnell raus. Ganon ist echt schwerfällig und haut mega rein. Und mit Zero Suit zu finishen, das ist immer so eine leichte Herausforderung, ey. Ich finde, die besten Möglichkeiten sind halt Spikes. Oder halt eine gut gesetzte Smash-Attacke oder eben halt dann der AB. Aber das mit dem AB ist so eine Sache, irgendwie trifft der letzte finale Treffer nie wirklich richtig, der einen dann wirklich auch raushauen soll. Das ist, ich weiß nicht warum, die Leute wahrscheinlich handeln sich dann da raus, da habe ich ihn wenigstens gekriegt, ey, aber es ist Ganon, er ist scheiße schwer, der lässt sich nicht so leicht raushauen, ey. Aber ich will meine Revanche, deswegen. Bam, erster Stock, 17%. Hatte ich nicht bei dem anderen auch 17%? Keine Ahnung, ihr müsst mal gucken. Ich glaube, ich hatte es auch 17%, er hatte 17%, sorry. Und, ja. So, ist aber ein guter Fairtrade hier. Ach, shit. Immer diese Down-Bees von ihm, ey.
scheiß Tritte, richtig viel. Und dann, seht ihr, wie weit ich fliege? Mit 86%, ey. Das ist unglaublich. Ein so ein Kick, ein so ein Punch, whatever. Oh, ich wäre weg gewesen bei der Smash-Attacke. Und ich will den Spike. Ich will ihn. Darum geht's auch mit Zero Suit, ey. All about the Spikes. So geil. Ah, ehrlich. Ich liebe die Map. Übrigens, da hinten die Jetskis und ein Scheiß. Das ist hier, warte. Waifu? Nein, nicht. Ich komme gerade nicht auf den Namen von der scheiß Insel. Verdammt. Egal, wir nennen sie Hulu Islands. Okay, Grab. Ja, yeah, kein Airshit. Fuck. Okay. Yeah, das ist so cool. Wenn man sich mit Samus halt runterfallen lässt, Zero Suit Samus, runterfallen lässt und dann nochmal nach oben geht zum Retten. Das ist super, super effektiv, ey. Da rechnen die meisten Leute auch nicht. Nicht unbedingt. Und? Nein. Nein, nein, nein. Aber der weicht mir permanent aus. Komm schon, ich will dich tot sehen. Bam! Spike! Ja, Mann. Ah, gutes Rematch. Das war's wert, ey. Ah, herrlich. Ich kann einfach nicht aufhören. Ja, was soll ich sagen? Das Game macht süchtig, ey. Und hier ist auch wieder ein geiles Matchup. Das mache ich am liebsten, wenn Leute hingehen zu Captain Falcon switchen. Und ich meinetwegen mit irgendeinem anderen gerade am Üben bin oder sonst wie. Und ich merke, nee, ich habe keine Chance gegen Falcon. Es ist eklig. Dann gehe ich hin und nehme direkt Zero Suit Samus. Oder auch Sheik. Ich finde, das sind so die coolsten Kombinationen, Matchups, weil schnelle Charaktere, schnelle Moves, geile Fights. Ich mag das. Das ist cool. Es geht alles um die Schnelligkeit. So, oh yeah, schöner Neutral A. Schick gemacht. Da habe ich. Ich habe darauf gewartet, dass er in mich reinrollt, dass ich ihn mit meinem Up-B irgendwie erwische, aber. Leider nicht. Es geht auch immer darum, viel im Voraus zu denken. Was kann passieren? Was hat er vor? All diese ganzen Mindgames, so ohne Scheiß. Das ist echt wichtig, aber nicht nur Smash, sondern eigentlich in allen Prügelspielen so. Auch wenn Smash offiziell nicht zu einem rein rassigen Prügel. Oh Mann, guter Smash. Seht ihr, wie schnell man mich killen kann mit Zero Suit? Das ist ekelig. Die ist halt super leicht. Super schnell, super leicht. Ätzend. Ah, wow, den benutze ich viel zu selten. Halt in der Luft Z drücken, halt die Peitsche. Und ich gehe wieder für die Spikes. Ich sag ja, it's everything about the Spikes. Ja, wir brauchen mehr davon. Man, wollte nicht. Das ist ärgerlich. Ich finde, das gehört einiges dazu, das direkt hinzukriegen. Ja. Vor allem, wie gesagt, wenn man zu oft hingeht und das probiert, dann wissen die Leute auch schon, was passiert. Und oh yeah, mitgenommen. Oh, der ging ja tief. Er wusste, was ihn erwartet. Das meine ich, aber ich bin zu gierig. Ich bin einfach zu gierig, ey. Kennt ihr das? Das ist schrecklich. Jetzt komm schon. Komm schon. Fuck. Ja, fuck. Das hatte ich nicht kommen sehen. Vor allem, ich bin immer noch ein Stock im Hintertreffen, ne? Der haut mich hier schon gut kaputt. Und oh, der war so gut. So schick gemacht. Guckt es euch nochmal an. Das war richtig schick angetäuscht, ey. Jetzt komm schon. Ich muss aufholen. Das kann nicht angehen, dass ich hier schon wieder verliere, ey. Das sitzt nicht drin. Erst Ganon, jetzt Falcon. Auf kein. Oh, schön zur Seite ausgewichen, dem Falcon Kick. Sehr nice. Nein, die Smash sind auch so schnell punishbar. Ah. Ich habe manchmal das Gefühl, dass durch irgendwelche Lags. Oh, schick noch mitgenommen, ey. Das musste sein. Gewisse Attacken halt verschluckt werden von einer Übertragungsrate und so, weißt du? Das ist. Da ist der Spike, aber er killt nicht und ich taunte zu früh. Ich habe mich viel zu früh gefreut, ey. Oh shit, jetzt darf ich nur nicht mich packen lassen. Doch, fuck. Nein, nein, die Jabs. Oh, er wollte das Knie. Hätte mich mit dem Down A, mit dem Down Air, wäre ich vielleicht weg gewesen. Hätte er mich erwischt, ey. Aber ich habe Glück gehabt, ey. Nice. Schön auf die Seite. Oh, komm schon. Komm schon. Ich will ihn weghaben. Ich kann das nicht auf mir sitzen lassen. Oh, und er hat mich schon wieder. Wieder das Knie und der Footstool. Und. Oh, ich bin extra nach oben gesprungen, weil ich dachte, er kommt noch hinterher, ey. Gefootstoolt. Fuck you, man. So nice. Get wrecked.
Okay, hier haben wir mal ein Matchup, so das ich nicht allzu oft sehe. Mit Lucina und Zero Suit. So, das ist ganz cool. So, wenigstens habe ich ein Projektil zum Schießen. weil das ist schon echt fies, finde ich. So. Lucina ist so gut. Das. Ich meine, sie ist halt nur ein Klon, was Marth und so angeht. Halt hier Konter etc. Und oh ja, den Shieldbreaker und so. Ich hab sie auch gespielt, ganz zu Anfang. Und muss sagen, ich nehme sie auf jeden Fall eher als Marth. Einfach nur, weil sie ein Mädel ist. Und ich gehe einfach hin. Ich nehme sau gerne in allen möglichen Games, wenn man mir die Chance gibt, ein Mädel zu nehmen. Ein Mädel. Weil, warum nicht? So, ich finde, es hat was fürs Auge und so. Versteht ihr, was ich meine? So. Ich meine, was nehmt ihr denn? Geht ihr hin und nehmt nur die Typen oder eher die Mädels oder keine Ahnung wie, ich weiß nicht. Oh Mann, wow, sie hat mich echt weit rausgehauen, ey. Das war gut. Nice. Und da ging schon wieder mein Abi total daneben, ey. Ärgerlich. Hätte ich den weiter links gesetzt, ich wäre weg gewesen, ey. Ah, scheiße. Und ich gehe wieder für die Spikes. Sag ich ja, Spikes for Days heute hier, ey. Oh, schick rein. Schick mit dem AB und der Smash. Nein. Ah, komm schon. Ich will dich wegwerfen. Ah, ich weiß nicht. Man wird da schon ziemlich gierig nach. Ich weiß aber sonst nicht so, wie man cool hingehen sollte und mit Samus. Außer so. Natürlich, das war schon sehr cool. So killt man cool. So mit den Spikes. Ich krieg das mit einem Down Air aber noch nicht hin, so mit diesem geilen Tritt nach unten, dass man die Leute dann so erwischt. Und oh, das ist so gut, wenn man da, das kommt glaube ich gleich noch, dass ich dann von unten halt, anstatt direkt die Kante zu greifen, halt durchgehe mit dem AB und sie dann noch erwische. Das ist halt schon eine gute Sache, um den Leuten auch nochmal zusätzlich Schaden zuzufügen, womit die nicht unbedingt immer rechnen. Deswegen, das ist schon ganz geil, ja. Okay, kein Grab. Und oh, der Grab ist so ätzend von ihr. Das ist so fies. Der hat so viel Lag. Richtig ärgerlicher Drag. Da habe ich extra abgewartet. Ich wusste, es kommt ein Konter und ich stand leider zur falschen Seite hin. Ich habe es nicht nachträglich korrigiert, ey. Ah, ärgerlich. Ich hasse sowas. Immer wenn man auch versucht anzutippen, so da, oh, so gut. Seht ihr? Halt hingehen und statt auf die Dings. Und jetzt kommt Grab Release. Ich wusste es. Bam! Gepunished. Hat sie nicht mitgerechnet. Jetzt Spike. Yes! I love it! I fucking love it! It's so good! Ah, awesome shit! Nice, nice, nice! All the day! Yeah, yeah, yeah! Komm schon. Ah, herzhaft. Okay, und als letztes Matchup haben wir einmal hier den Captain Falcon gegen die Zero Suit Samus. Und er in seinem geilsten Outfit ever. Ich finde, kein anderer kann dieses Outfit in dieser Farbe so geil tragen. So geil. Ah, herrlich. Gut ausgewichen, schick. Ah, paar Jabs. Ja, 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 ja. Fuck this. Okay, du hängst dich wieder unten dran. Kein Ding, schade. Ah, ich zeig schon wieder viel zu viel, was ich vorhab. Footstool! Fuck you! Leider immer noch am Leben, ey. 0%. Fuck. Ah. Damn it. Ah, fuck. Schon 51. Und er hat gerade mal 6. Ich kriege hier wieder mal voll in die Hucke voll. Das ist, irgendwie zieht sich das hier wie so ein roter Faden, aber durch das ganze Video habe ich das Gefühl. Ja. Ich kriege immer zu Anfang auf die Fresse. Nur um dann irgendwann vielleicht als Sieger dazustehen. Ja. Ah, okay. No. Oh, come on. Du kannst Samus nicht so auf die Fresse geben. Ich meine, sie versteckt ihren Kopf. Oh, fuck. Das Knie. The fucking Knie. Damn, Respekt. 17%, Leute. Seht ihr es? 17%. Schon wieder. Das verfolgt mich auch wieder hier durch das Video, ey. Das geht ja gar nicht. Okay, weg mit den 17%. Damit können wir arbeiten. Schon mal alles besser als 17. Okay, guter Tilt. Ah, nein. Nein, kein Down-Tilt. Oh, Jabs. Jabs for days. Fuck you. Knie. No. Damn. Oh, damn. Der Junge will mich tot sehen. Unglaublich. Forward, nein. Ah, habt ihr gesehen, er ist gut ausgewichen, aber nur, weil ich einfach... Ich bin zu berechenbar, ey. Damn you. Okay. Zeit für Mix-Ups. Nice, der war gut. Nope. Ah, nice neutral air. Schick aufgehalten. Nice, down. Forward. Ah, damn. Ich dachte, er kommt ein bisschen näher zu mir, aber... Er wäre schön blöd. Aber ich dachte, er riskiert ein bisschen was, wisst ihr? Ich meine, guck mal, 90-90. Und er hat einen Stock mehr als ich. Ich bin so am...
am Struggeln. Damn, oh, und da, das meine ich, was ich eben sagte. So, man trifft sie wahrscheinlich, man trifft mit dem Up B ganz gut, aber der letzte, der trifft nicht. Okay, guter Up R. Oh, oh, sein Down Special mit seinem Bein gegen mein Bein. Auf keinen, meins ist stärker. Damn, zieht euch rein, wie ich durch die Gegend fliege. Das ist nicht gut. Oh, ich wäre weg gewesen. Aha, da hat er was riskiert. Das war sein Verhängnis. Okay, mal sehen, ob wir das drehen können. Okay. Kein Schaden, aber immerhin schon mal zur Seite gehauen. Okay, okay. 17%! Fuck you! Dennis, what's wrong with you? Fuck, mach es weg. Ich kann es nicht sehen. Mach es weg. Komm schon, 141. Das ist, 17. Ja, danke. Okay, okay, guter Up-Special. No, Up-Smash, sorry. Side-Smash, okay. Yeah, leider zu früh. Nicht den Spike, sodass ich dich weg habe. Okay, fuck. Oh, das wäre so tot für mich gewesen. Okay, warum hat er mich nicht nach vorne geworfen? Das verstehe ich nicht. Aber okay, danke dafür, dass ich noch weiterleben darf. Vielleicht will er mit mir spielen. Okay, ja, sehr gut. Ah, verdammt. Nochmal paralysieren, komm schon. Na, das ist eine gute Sache. Fuck, okay. Näher, grab, down, side air. Forward air, besser gesagt, sorry. Grab, back. Nein, das war zu sehr berechenbar, wie immer. Komm schon, ich will dich greifen. Oh, okay, gut weg. Gut weggekommen. Oh, das geht in die heiße Phase. Zieht euch das rein. 150 zu 113. Ich hab's noch ganz gut gedreht. Und er versucht sich jetzt noch... Jabs for days. Yeah, yeah, okay. Dann wieder sein Jab. Und... Fuck, yeah! Habt ihr das gesehen? Es ist so gut gewesen, ey. Oh, was, ey. Tricks the shit. Okay, Leute, ich bin Dennis. Haut rein und bis nächste Mal.